Moin Moin und herzlich willkommen zum TWL SC2 Tournament Season 2 mit einem Nachholspieltag des vierten Spieltages, genau. Und wir haben hier Einbauschrank gegen Drache auf der Map Lost Temple und bei mir zu Gast ist der gute Lukas alias Alex Ovneski. Hey ho! Ja, Map ist LT, Drache hier als blauer Zerg auf der Halb 1, 1 Position und Einbauschrank hier als grüner Terra auf der 7 Position. Keine Ahnung, die sind so ein bisschen komisch. Ja, Lukas, LT, was sagst du dazu, ZVT? Ja, das ist so. Auf der Map darf man sich sicher darauf freuen, als Zerg einen Tank auf die Cliff getropft zu bekommen. Und sollte auf jeden Fall dorthin einen Overlord stellen und eventuell einen Spinecaller an die Cliff. Ansonsten, ja, die Choke ist relativ eng, das heißt, man kann sich vergleichsweise gut gegen Hellion Harassment wehren. Ja, Vier-Player-Map, viele Basen für Zerg, die er eventuell dann im Late-Game besetzen kann. Wir sehen hier, Drache scoutet hier erstmal falsch, nämlich nicht die gegenüberliegende Position, die er hätte eigentlich scouten müssen mit seiner Drohne, sondern die 9. Position. Wenn sein Overlord sich hier auf die 3er Position, wie man auch sieht, aber auch, dass er auch kein Gegner ist, also sollte er jetzt inzwischen wissen, wo der gute Einbruchschwenk ist, der hier schon sein Depot setzt und seine Racks. Sieht erst, macht erstmal noch keinen Warden. Wahrscheinlich will er da noch irgendwie einen Reaktor oder sowas ranbauen, damit das alles perfekt steht. Nimmt jetzt hier das Gas sehr früh. Könnte natürlich auf ja, Marauder hindeuten. Oder halt ein Early Heavy Mech Tech. Während Drache hier Fast Exit spielt. Also Exit vor Pool ist gegen Terra sicherlich Standard, oder? Ja, also Drache weiß ja jetzt, dass er nicht auf Close Position ist. Das heißt, er kann relativ sicher sein, dass er da jetzt nicht seine Basis eingerusht bekommt. Ist ja sowieso Reaper Harris oder sowas, ist ja kaum noch möglich. Dadurch, dass man den das Depot erst vorher wegsetzen muss. Ja, und der generelle Nerf, dass man Reaper Speed jetzt in der Fabrik erforschen, beziehungsweise im Tech Lab mit der Fabrik Requirement erforschen muss. Und nach der Exe kommt hier der Pool und auch der Extractor bei Drache. Und hier also auch sein Gas, wenn Einbauschrank hier anscheinend mit Depots hier seine Base zubaut. Erste Marines jetzt hier draußen bei Schwenk. Und ja, wie ist für dich eigentlich der Favorit in dem Match? Na gut, ich denke mal, die Antwort ist relativ klar. Also Drache ist hier schon der deutlich erfahrenere Spieler. Aber vielleicht schafft es Schwenk hier mit ein paar Neuerungen seinen Gegner zu überraschen. Wobei das natürlich schwierig sein könnte. Techlab jetzt hier an der Rack, also Marauder, während hier die zweite Barrack im Bau ist. Zweites Gas nimmt er auch. Also sehr gas-heavy bis jetzt hier bei ihm. Während jetzt hier Queen am Bau ist von Drache. Ersten Dinge sind da. Und irgendwie leckt es bei mir. Ich weiß nicht warum. Habe ich die. Das war alles schon. Naja. Dreckspiel. So. Da kommt die Saukon. Die wird aber hier gekickt von den zwei Marines. Gerade so noch gesehen. Ein Stimpack wird erforscht. Natürlich recht wichtig für den Terra. Aber solange er keine Medivacs hat, kann man sich doch selbst viel wegschießen. Eigentlich sogar ein ziemlich frühes Stimpack, also vielleicht macht hier der Einbuschrank einen Time-Push mit um so 8,50 herum mit drei Barracks, aber er baut ja gerade seine Fabrik, also wahrscheinlich doch nicht. Ja, das wäre natürlich schön gewesen mit Waller jetzt im Bau. Wenn hier so ein kleiner Drohnen-Slide kommt, gucken wir kurz aufs Harvester. Count, Drache 21, Einbruchschrank 19, sind also noch nicht so weit entfernt, aber sobald der Terra die Mules hat, kann er auch ruhig ein paar Harvester weniger haben. Wir sehen, der Drache setzt hier schön die Ovis bei seiner Exe an der Cliff hier mit der möglichen Drop sehen könnte, wenn einer kommen würde. Reaktor bei der zweiten weg. Ja, also Einbuschrank muss ich eigentlich zugeben, hat er ja ein sehr gutes Worker-Management, also er baut hier eigentlich fleißig Worker, im Gegensatz zu manch anderen nicht zu erwähnten Spielern in diesem Turnier. Stimmt, das muss man natürlich drauf achten. T2-Tech jetzt bei Drache, nächster Extractor wird genommen. Und ein Spinecrawler, genau wie du es vorhin gesagt hattest. Hier, um hier halt den Cliff abzusichern. Da wird er nicht so leicht was droppen können. Außer er kriegt vorher den Ovi. Ja, das wäre dann ziemlich bitter, weil Drache halt mit seinen langsamen Ovi dann nicht schnell hinkommt. Ja, sollte vielleicht mal Ovi-Speed nachher erforschen. Scout SCV jetzt erst bei Einbruchschrank unterwegs. Wird hier also nachher die Echse finden. Evo Chamber im Bau. Zwei Stück sogar, sehr gut.
will sich ja auch gegen Banshees absichern und Starport ist auch schon fast fertig. Könnte natürlich, würde aber eher auf Medivacs tippen, oder? Als auf Banshees. Ja, also auf jeden Fall. Wobei Einbuschrank, glaube ich, schon in vergangenen Spielen relativ gerne auf Banshees gegangen ist und Drache, soweit ich weiß, auch sehr ungern gegen Banshees spielt und dagegen eher Schwächern hat. Also mal sehen. Und hier kommt das Infernal Pre-Igniter Upgrade für die Hellions. Das heißt, wir werden hier nachher ein paar schöne Hellions sehen, die ein paar Zerklinge brutzen werden, während Drache jetzt hier mit seinen Lingen die Zainaga Tower besetzt. Und ja. Ja, also so wie ich das hier gerade analysiere, ja, geht Drache auf eine Taktik, die ich ihm diverse Male gegen Terraner vorgeschlagen habe. Ja, Infestation Pit, das heißt Linge und Infestors und da oben noch ein Spore-Crawler, um sich abzusichern gegen Banshees. Hätte wirklich Angst, aber da kommt ein Viking. Und während ein Bauschrank jetzt hier erstmal schon mal Missetürz setzt, hat wohl Angst vor Mutas. Und hier wird, denke ich mal, werden keine Mutas kommen, sondern schön fange groß raus auf den Bioball. Und das wird ganz böse, wenn er das gut macht. Kommt hier das Scan, ja, sieht hier auch das Infestational Pit. Ja, ein sehr glücklich gesetzten Scan hier von einem Bauschrank. Er sieht, glaube ich, hier alles Mögliche, was Drache hier anzubieten hat. Also die zwei Infestation Pits, das eine Infestation Pit und die zwei Evo Chambers. Mm. Sowohl die Ecke auch noch. Wir sehen hier Drache, er techt erstmal seinen Melee und seinen Armor für seine Ground Units. Bob kommt zu spät. Und das ist der Scoutling und der wird erstmal Geburtse vom Hellion. Nächste Rex im Bau, eBay hier am Start. Viking ist auch draußen. Oh, hat ein schönes Makro auf. Hat hier unten SCV zu stehen. Hier kommt wahrscheinlich gleich das CC. Genau, da ist die Echse von Einbauschrank. Zum Moment noch alles ganz gut. Drache auch sehr schön, ist jetzt Supply blockt allerdings. Pumpt hier. Oh, vier Infestors bei Drache. Und wenn die... Wobei Drache halt noch nicht das Upgrade erforscht hat, dass die Infestors schon mit 75 Energie spawnen. Das sollte man eigentlich machen, bevor die Infestors spawnen, damit man halt so viel Energie wie möglich rauskriegt. Hm. Aber was ich gerade über Einbruchschrank sagen muss, er spielt eigentlich ein sehr solides Game bislang. Also er hat gutes Makro, er hat genug Worker, er ext gerade. Also ja, macht er echt gut. Und da kommt die Armory. Und das könnte hier nachher auf Thors hindeuten. Wenn jetzt hier Techlab am Starport am Start ist. Und Armory könnte natürlich auch, wenn er nachher den Fusion Core addet, könnten das natürlich auch Bellacruiser werden. Wäre sehr schön, ja. Und auf jeden Fall, die Einheit magst du, ja. Hier haben wir... Ja, Bellacruiser sind cool. Ja, was mir fehlt bei der Taktik sind noch ein paar Banelinge. Die gehören eigentlich mit dazu, aber so viel wird sich schon lohnen. Der Herr hier wird allerdings ganz guten Schaden machen gegen die Unit-Kombo. Oh, was hier da auch hat er noch nicht benutzt. Jetzt fliegt er los. Wird wahrscheinlich ein bisschen scouten gehen. Und weiteres Weapon-Upgrade von der Wache. Und auch ein Infanterie-Weapon-Upgrade von Einbauschrank. Mhm. Einbauschrank pumpt hier übrigens jetzt durch von einer Reaktorfabrik viele Hellions hoffentlich. Und Hellions dürfen sich für Drache-Strategie jetzt ziemlich böse machen, weil halt Hellions mit Pre-Igniter einfach nur Zerklinge wegputzen wie Sau. Ja, das stimmt schon. Und wir sehen hier zweite Echse von Drache und T3-Tech. Wenn einmal auch Schlags Ängste langsam anfängt zu laufen, hier kommt noch der SCV-Slide. Jetzt hat er ein bisschen wenig in seiner Main, sollte er unbedingt mal ein bisschen nachpumpen. Schauen wir mal kurz auf den Harvester-Account. Und hat Drache jetzt fast doppelt so viele. So langsam schlammt es bei Einbau. Aber noch ist es eigentlich noch ganz in Ordnung. Erster Tank jetzt hier auch fertig. Das und da rückt Drache aus mit seinen Zerklingen und seinen Infestors. Das könnte ein interessanter Kampf sein. 92 werden. Supply gegen 64, 67. Sieht schon nicht, und da kommen die Linge rein. Aber die Infestoren sind einfach viel zu langsam. Da kommt der Fangel groß rauf und der macht ganz gut Schaden. Was macht er mit den Infestors? Rennt er ein bisschen zu weit rein, hat hier einen verloren. Die sind teuer, zwei verloren. Aua, das war teuer. Ja, aber für beide auch Einbruchschrank hat hier ein paar Islands verloren. Hauptsächlich Marines. Ich glaube, für Drache war das teuer. Wenn wir mal gucken auf den Lost Unit Count, da ist doch schon eindeutig hier. Hat hier 1600 verloren, Einbruchschrank nur 850. Die Investoren sind recht teuer. Das baut, pumpt jetzt hier weitere Linge nach. Excel, zweite Excel ist hier fast durch, die ist so ein bisschen hidden. Aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn Einbruchschrank da mal ein bisschen scoutet. Hier mit seinen... Genau, hier nutzt hier den Viking zum Scouten. Und er wird hier die Echse sehen können. Ja, Einbauschrank muss jetzt hier ganz richtig, wie er macht, einfach nur massiv viele Hellions pumpen, damit er den Ansturm an Lingen überlebt. Ja. Und danach bringen halt eben die Infestors auch nichts Drache, weil sie halt
zwar Damage machen, aber danach ja, nicht und mehr. Und Uli-Cavern bei Drache jetzt im Bau, nachdem der T3-Tech durch ist. Sehr schön. Sollte vielleicht mal hier Crack-Upgrade reinhauen. Speed-Upgrade auch für die Ovis jetzt am Start. Gegen den einen Viking wahrscheinlich. Ne, einer Viking ist hier übrigens gerade gestorben. Oh, gegen was das denn? Ich glaube, er hat versucht, die Echse von Drache anzugreifen und hat ein paar von den Lingen draufbekommen. Ach so. Und ist nicht rechtzeitig. Und da ist auch Crackling-Upgrade bei Drache jetzt im Bau, während hier Einbauschrank weitere Upgrades für seine Marines erforscht. In Amui noch nix derweil. Und da kommen jetzt ein Haufen Vikings. Weiß ich jetzt nicht so ganz, was er mit will. Vielleicht ein bisschen Obi-Jagd machen, ein bisschen Harrison. Sollte auf jeden Fall hier seinen eigenen Tank reparieren, der hat bloß 20 HP. Ja, in seiner Main hat er ein bisschen vergessen, Worker nachzubauen, da sind jetzt ein bisschen wenig. Übrigens, schönes Creep-Spreading hier von Drache, hat sich hier schon bis zur Mitte der Map durch vorgearbeitet. Und scoutet jetzt mit dem Changeling. Das sollte eigentlich ziemlich auffällig sein, dass er auf einmal von da oben kommt. Der verlorene Marine. Ja. Armor-Upgrade für die Ultralisken. Das Special Armor Upgrade pumpt noch keine. Hat hier einen Haufen Overmünzen zwischen 2600. Einmal einen richtig großen Haufen an Infestors, also schon 10 Infestors. Das sind schon fast zu viele. Ungefähr dreimal so viele, wie wir brauchen. Ja, ja, eigentlich ja. Aber damit kann man natürlich auch schön Infested Space Marines pumpen. Und die machen ja auch ganz gut Schaden, wenn sie mal dran sind am Gegner. Wenn der Gegner wegläuft, sind sie natürlich useless. Und da kommen sie nicht hinterher. Ein Moroshank hier sollte man ein Depot bauen, genau, ist ja schon fast, ist jetzt hier zu Blei blockt. Kommen weitere Linge und weitere Weapon und Armor Upgrades bei Drache und die ersten drei Ultralisken ist jetzt hier bei 130 Supply und ist ein ziemlich schneller T3-Tech eigentlich, oder? Ja, ja, also diese Taktik ist halt vor allem darauf ausgelegt, dass man schnell Linge mit vielen Upgrades und danach auch die entsprechenden Upgrades für Ultralisken hat. Also die Infestors sind halt praktisch dann die gegnerische Armee einzukesseln, also mit Pilzbefall und naja, zu zerfleischen. Zweites Starport kommt hier bei Einbauschwenk. Sollte vielleicht mal weiter Units pumpen, weil im Moment ist er bloß bei 92 Supply, Drache ist schon bei 135. Der erste Uli ist hier schon am Start und er hat schon hier Armor von 4, das ist sick. Da kann selbst ein Tank lange drauf schießen und da passiert nichts. Ja. Ja, ja, also Drache hier totale Map-Kontrolle und macht jetzt hier Go mit seinen einen Uli. Wollt er vielleicht mal ein bisschen aufpassen, dass sie hier nicht... Na, aber diese Armee wird, glaube ich, nicht siegreich sein. Vor allem da schießen die Hayans rein und das macht so einen krassen Damage gegen die Linge. Fangel groß jetzt hier rauf und die Infestoren laufen ein bisschen dumm rein. Spawnt hier noch Infested Marines. Uli geht down. Das war schlecht gemacht von Drache. Infestoren stehen hier noch oben rum. Vom weiteren Infested Marines. Das schaut ganz gut aus für Drache, der gerade jetzt noch das Ruder rumreißen hat können mit seinen Infested Terrans. Aber er hat halt momentan nur Versorger, mit denen kann er jetzt auch keine Basis wirklich angreifen. Nee, nicht wirklich. Hat aber auch schlecht gemacht, da der gute Drache da. Oh, fangen wir groß auf den einen Viking hier rauf, da kommen die Infested Marines und die werden jetzt einfach mal den Viking runterholen. Der nächste Viking hier noch, fange groß drauf. Da sind die Infested Terrans. Da geht auf. Was ich übrigens im Cast anmerken möchte, ist, wenn du genau zoomst, dann wirst du sehen, wie wenn die Infested Terrans sich selber in den Kopf schießen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Echt? Vielleicht schaffst du das. Schauen wir mal. Halten. Das ist das ziemlich cool aus. Das ist mir noch nie aufgefallen, oder? Wollen wir mal sehen. Ich war total begeistert da unbedingt. Tatsache, Kamikaze Infested Marines. Naja, irgendwie müssen sie ja ableben. So, hier, zweite Echse von Drache läuft noch gar nicht bis auf das Gas. Queen ist ja auch bei ziemlich viel Energie, kommt mit dem Makro hier nicht mehr hinterher. Hat immer noch einen Haufen Overmins, ein bisschen wenig Gas. Das braucht er natürlich für seine Ovis. Ovis sind schon Ultralisken. Ja, Einbauschrank sollte ziemlich schnell nachpumpen. Unbedingt Hayans. Und vielleicht ein Tor oder Tanks für die Ulis. Da kommen jetzt 5 Ultralisken. Oh Gott, sind das viele Ultralisken. Schauen wir mal, das sind jetzt 9 Stück, 5 sind im Bau. Damit kommt er gar nicht in die Base rein, die blocken sich alle selber. Naja, das muss er auch nicht. Das, die Ultralisten tanken einfach so viel Schaden und der kommt einfach schon halt mit seinem... Du musst mal auf den Armee-Count sehen, wie krass der Unterschied ist. Jetzt macht er sich auf dem Weg hier 190 Supply bei ihm, Einbruchschrank nur noch 70.
Und das könnte jetzt die werden, da schießt der Tank ein bisschen mal Warnschüsse ab, aber das interessiert die nicht.